Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal hierher gefunden hast. Heute lade ich dich zu einer harmonisierenden Yoga-Sequenz ein, die dir ein Gefühl von körperlicher und geistiger Ausgeglichenheit schenkt. Wenn dir meine Videos gefallen und du über neue Videos informiert werden möchtest, dann hinterlasse ein Abo und drück dafür auf die Glocke, da du tatsächlich nur so über neue Videos informiert wirst. Und falls du mich noch mehr unterstützen möchtest, hast du nun die Möglichkeit, Kanalmitglied zu werden. Das hilft mir enorm, auch in Zukunft noch viele weitere, hoffentlich für dich hilfreiche Videos zu erstellen. Dann legen wir los. Alles, was du brauchst, ist wie immer bequeme Kleidung, eine Matte, Kissen, Handtuch oder Decke. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Wir beginnen im Sitzen. Stell die Füße hüftbreit, relativ nah der vorderen Mattenkante auf. Greif hinter deine Kniekehlen und beginne deine Wirbelsäule geschmeidig zu machen. Einatmend richtest du deine Wirbelsäule auf und rollst vor deine Sitzbeinhöcker. Ausatmend rundest du deinen Rücken, ziehst den Nabel zur Wirbelsäule, die Schulterblätter auseinander, Kinn Richtung Brustbein und rollst hinter deine Sitzbeinhöcker. Einatmend, roll dich wieder auf, roll vor oder auf deine Sitzbeinhöcker und ausatmend, roll dich mit rundem Rücken zurück. Einatmend, schenk der Vorderseite Länge. Ausatmend, zieh den Bauch nach innen und spür die Spannung und die Kraft in deiner Körpermitte. Nochmal so, atme ein und atme aus. Hör dich atmen, dann atme ein, hier bleiben. Die Länge in deiner Wirbelsäule beibehalten. Für die folgende Übung achte darauf, dass dein Unterrücken aufgerichtet bleibt. Dann lehn dich leicht zurück, aktiviere deine Bauchmuskulatur. Dann streck die Arme nach vorne, verschränke deine Hände, heb dein Brustbein, atme ein und ausatme, dreh dich ganz langsam nach links. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Länge der Wirbelsäule beibehalten, ausatmen, dreh dich ganz langsam rüber nach rechts. Einatmen, zurück zur Mitte, ausatmen nach links. Schau, dass du die Übung ganz langsam ausführst, ohne Schwung. Strebe nach Intensität und stärke so ganz gezielt deine Körpermitte. In der Mitte trainierst du eher oder aktivierst du eher die geraden Bauchmuskeln. Und wenn du dich zur Seite neigst oder drehst, aktivierst du die schräge Bauchmuskulatur. Jede Seite noch einmal, atme ein, atme aus, atme ein und atme aus. Wunderbar, atme ein, streck die Arme nach oben, senk die Arme und komm dann über eine Seite in den Vierfüßlerstand. Setz die Knie ein Ticken weiter auseinander, stülp die Zehen hinten um und dann wander mit deinen Fingern an den Anfang deiner Matte. Leg die Stirn am Boden ab. Zieh Scheitelpunkt und Steißbein in entgegengesetzte Richtungen. Mit der kommenden Einatmung roll dich langsam Wirbel für Wirbel vor, bis die Schultern senkrecht über den Handgelenken sind. Dein Becken wird schwer. Ausatmen. Über die Kraft deiner Bauchmuskulatur schieb dein Gesäß in Richtung Fersen. Einatmen, roll dich erneut Wirbel für Wirbel vor. Ausatmen, zurück ins lange Kind. Zweimal mehr. Einatmen, vor, verlagern in die Hände. Schambein heben. Ausatmen, schieb dich zurück. Einmal mehr. Roll dich Wirbel für Wirbel auf. Und ausatmen, komm ins lange Kind. Von hier komm in den Vierfüßlerstand. Setz die Knie wieder hüftbreit auf, die Hände unter den Schultern oder einen Ticken vor deinen Schultern.
Dann heb dein Brustbein, erlaub dem Rücken weich und hohl zu werden. Atme ein und ausatmend komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Gerne mit gehobenen Fersen und gebeugten Knien, sodass deine Hände, Arme, Schultern, Rücken steiß eine lange, möglichst gestreckte Linie bilden. Sehr gut. Dann heb die Fersen erneut, roll dich nach vorne, bis die Schultern senkrecht über den Handgelenken sind, in die schiefe Ebene. Von hier direkt beugt die Knie und schieb den Oberkörper zu den Oberschenkeln und finde deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Wie eine Welle, roll dich nach vorne, ausatme zurück in den herabschauenden Hund. Noch zweimal so. Lass die Energie durch deine ganze Wirbelsäule fließen, atme ein. Zieh die Sitzbeinhöcker nach oben, atme aus. Einmal mehr, atme ein und atme aus. Hier bleiben. Jetzt geh ein paar Mal so auf der Stelle und heb und senk abwechslungsweise eine Ferse, um in Kontakt mit deinem Körper zu kommen. Kopf ganz entspannt hängen lassen. Super. Dann heb beide Fersen, beug die Knie, gib den Blick vor und komm mit ein paar kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Die Füße stehen hüftbreit, Zehen und Knie sind nach vorne ausgerichtet. Jetzt lass dich erstmal ganz entspannt über deine Beine hängen. Wenn du möchtest, kannst du gerne die Knie beugen, sodass der Bauch ganz bequem auf deinen Oberschenkeln aufliegt. Dann verlage dein Gewicht weg von deinen Fersen in Richtung Fußballen und Zehen. Bis du eine angenehme Dehnung in deiner Beinrückseite wahrnimmst. Mit der kommenden Einatmung komm in die halbe Vorbeuge. Dein Rücken wird lang. Auch hier kannst du gerne die Knie beugen. Bleib kurz hier. Zieh Scheitelpunkt und Steißbein in entgegengesetzte Richtungen. Zieh die Schultern zurück. Press die Füße in den Boden. Und während diese Erdungskraft bleibt, läng den Oberkörper und komm dann möglichst langbleibend erneut in die ganze Vorbeuge. Das machen wir jetzt dynamisch. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang. Ausatmen in die ganze Verbeugung. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Verneigung. Sehr gut. Dann beug die Knie gut, erlaub dem Steißbein ganz schwer zu werden, presst die Füße in den Boden und roll dich so ganz langsam, Wirbel für Wirbel hoch in den Stand. Ganz zum Schluss der Kopf. In der Berghaltung angekommen, zieh die Schultern zu deinen Ohren und lass sie ganz entspannt nach hinten unten sinken. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, komm mit langem Rücken, gebeugten Knien erneut in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang. Ausatmen, tritt mit dem rechten Fuß zurück. Einatmen, läng den Oberkörper. Ausatmen, komm erneut in den herabschauenden Hund. Von hier direkt heb die Fersen, roll dich nach vorne in die schiefe Ebene. Knie, Brust, Kinn in die Bauchlage. Roll die Schultern zurück, lass die Zehen ausgleiten und presst dein Schambein und die Fußrücken fest in den Boden. Aktiviere deine Bauchmuskulatur, zieh den Bauch nach innen, senk die Sitzbeinhöcker, um eine Überstreckung im unteren Rücken zu vermeiden. Und dann komm mit der nächsten Einatmung aus der Kraft deiner Rückenmuskulatur in Bhujangasana, die Cobra. Heb dein Herz und senk dein Kinn. Zieh die Schultern zu den Ellenbogen und die Ellenbogen in Richtung Becken. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Tief ein, tief aus. Spür die Kraft in deinem Rücken und den Raum, den du in deinem Brustkorb erzeugst. Du komm in Einatmung, komm etwas höher, atme ein, ausatme, leg die Stirn mit Länge am Boden ab.
stülp die Zehen hinten um, heb dein Becken. Einatmen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Ausatmen, komm erneut in den herabschauenden Hund. Bleib für ein paar Atemzüge. Press nochmal die Hände in den Boden. Zieh die Sitzbeine nach oben. Dreh die Oberschenkel nach innen und die Sitzbeine nach außen, sodass überall Raum bleibt. Zieh die Schultern weich zu den Seiten, weg von deinen Ohren. Genieß die Dehnung in der kompletten Rückseite deines Körpers. Dann heb die Fersen, beug die Knie, gib den Blick vor und komm erneut mit ein paar kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Lass dich nochmal hängen. Komm in die ganze Verneigung. Einatmen, nochmal halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang. Ausatmen, nochmal ganze Vorbeuge. Dann beug die Knie gut und roll dich erneut Wirbel für Wirbel hoch in den Stand. Wieder ganz zum Schluss der Kopf. Zieh nochmal die Schultern zu den Ohren. Atme ein, ausatmen, lass sie entspannt nach hinten unten sinken. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmen, komm mit langem Rücken in die stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, dein Rücken wird lang. Ausatmen, tritt mit dem linken Fuß zurück. Einatmen, läng den Oberkörper. Ausatmen, der rechte Fuß folgt in den herabschauenden Hund. Wieder direkt von hier, heb die Fersen und roll dich nach vorne in die schiefe Ebene. Bleib kurz hier. Achte darauf, dass deine Hände stabil unter deinen Schultern stehen. Heb dein Schambein, zieh die Hände zu den Füßen und die Füße zu den Händen. Baue eine gute Grundkörperspannung auf. Meine Push-Up-Variation. Einatmen, senk die Knie. Ausatmen, komm mit engen Ellenbogen in Chaturanga. Geh nur so tief, wie du es gut halten kannst. Einatmen, streck die Arme. Ausatmen, Bauch anspannen, löst die Knie vom Boden. Hände zu den Füßen, Füße zu den Händen. Einatmen, Knie beugen. Ausatmen, die Arme beugen. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, löst die Knie vom Boden. Zweimal mehr. Falls zu viel, komm einfach schon in die Bauchlage. Ansonsten atme ein, zieh die Schultern weg von den Ohren. Geh so tief, wie du es halten kannst. Einatmen, strecken. Ausatmen, Bauch anspannen, Knie lösen. Ein letztes Mal. Atme ein. Atme aus. Atme ein. Und atme aus. Dann erneut die Knie zum Boden bringen und jetzt roll nicht, sondern komm ganz langsam in die Bauchlage. Jetzt roll die Schultern zurück. Lass die Zehen ausgleiten. Heb den Oberkörper leicht an und dieses Mal löst die Hände weg vom Boden. Wieder zieh die Schultern zu den Ellenbogen und die Ellenbogen Richtung Taille. Pass dein Schambein und die Fußrücken fest in den Boden. Dann dreh die Hände, die Handinnenflächen zu deinem Körper. Einatmen, streck die Arme nach vorne. Ausatmen, zieh die Ellenbogen Richtung Taille. Einatmen, führ die Arme nach vorne. Ausatmen, zieh die Ellenbogen zurück. Noch zweimal so. Atme ein. Atme aus, atme ein und atme aus. Verschränk deine Hände jetzt hinter deinem Rücken. Wie möglich schließ die Handgelenke. Wieder press Schambein und Fußrücken in die Matte. Zieh den Nabel zur Wirbelsäule. Zieh die Schultern zur Decke und dann die Schulterblattspitzen Richtung Taille. Dann heb den Oberkörper leicht an. Bleib für ein paar Atemzüge. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Gerade, weil es anstrengend ist. Lass Ruhe in deinem Körper. Spür die Dehnung in der Brust- und Schultermuskulatur und die Kontraktion, die Spannung zwischen deinen Schulterblättern. Komm einatmen, etwas höher. Ausatmen, löst die Hände, setz die Hände unter deinen Schultern auf. Roll die Schultern zurück, stülp die Zehen hinten um, heb dein Becken. Schieb dich einatmen ins lange Kind. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Bleib für ein paar Atemzüge, bis sich dein Atem wieder zentriert.
Wieder presst die Hände in den Boden, als wolltest du den Boden wegschieben. Ich habe das Gefühl, es zieht dich jemand an deinem Becken ganz sanft nach hinten oben. Spür, wie du so an Länge in deiner Wirbelsäule gewinnst. Dann verlage dein Gewicht auf deinen linken Fuß und heb mit der kommenden Einatmung das rechte Bein gerade nach hinten hoch. Bleib kurz hier. Zieh die linke Hüfte zurück, die rechte vor. Flex den rechten Fuß und schieb die rechte Ferse nach hinten oben. Press beide Hände in den Boden und achte darauf, dass dein Schulter und Beckengürtel parallel bleiben. Entspann den Schulter-, Hals- und Nackenbereich. Dann heb die linke Ferse, beug dein rechtes Knie, gib den Blick vor, atme ein und ausatmend schwing den rechten Fuß nach vorne oder hol ihn auf deine Art und Weise. Dann lenk dich mit der Einatmung. Ausatmen, aktiviere deinen rechten Fuß. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben, komm in die Krieger 1 Variante. Ausatmen, beug dein rechtes Knie ein bisschen mehr. Bleib kurz hier. Heb dein Schambein, sodass dein Becken senkrecht aufbauen kann oder sich aufrichten kann. Zieh die rechte Hüfte zurück, die linke vor. Dann atme ein, ausatmen. Zeichne einen großen Kreis mit deinen Armen zurück und einatmen, führe die Arme über vorne nach oben. Ausatmen, großer Radius zurück. Einatmen, Arme über unten nach oben. Noch zweimal so. Atme aus. Atme ein. Atme aus. Und atme ein. Hier bleiben. Vergewissere dich nochmal, dass du die rechte Hüfte zurückziehst und jetzt beug dein linkes Knie ein bisschen mehr. Atme ein, ausatmen, löse den rechten Arm zum Boden, bring beide Arme auf Schulterhöhe und komme die Rotation nach rechts. Bleib kurz hier. Verlängere deine Arme aus der Körpermitte zu den Seiten, senk die Schultern. Dein Kinn bleibt oberhalb vom Brustbein. Ruhig und gleichmäßig fließen lassen. Gib einen sanften Druck mit deiner rechten Hand nach hinten. Sehr gut. Dann löse den rechten Arm, gib den Blick nach vorne. Einatmen für beide Arme nach oben. Ausatmen für die Hände zum Boden. Einatmen, drehe die rechte Fußspitze nach außen. Ausatmen, komm in den Hund. Wieder bleib für ein paar Atemzüge. Vielleicht mal tief durch die Nase einatmen und lösen durch den Mund aus. Jeglichen Druck oder Ballast abfließen lassen. Wunderbar. Dann heb die Fersen, roll dich erneut in die schiefe Ebene. Wieder bleib. Wieder zieh die Hände zu den Füßen und die Füße zu den Händen. Heb dein Schambein. Bau wieder eine gute Grundkörperspannung auf. Und jetzt heb den rechten Arm oder die rechte Hand und versetz die rechte Hand leicht mittig unter dein Brustbein. Lass die Fersen nach rechts sinken, bring die linke Hand auf dein Becken. Jetzt kannst du jederzeit das rechte Knie am Boden absetzen und dein Becken heben. Aber schau mal, ob du es vielleicht auch oben halten kannst. Dann kommst du auf die Kanten deiner Füße. Zieh dein Steißbein, deinen Körper. Und jetzt drück dich aus deiner rechten Schulter raus, sodass die rechte Schulter Raum hat, auch wenn das vielleicht ein bisschen anstrengender ist. Und wenn du dich stabil fühlst, heb den linken Arm. Bleib für ein paar Atemzüge, heb dein Becken noch einen Ticken höher, spür die Kraft in deiner rechten Flanke. Dann gib den Blick zum Boden, atme ein, komm zurück in die schiefe Ebene. Von hier direkt. Bring die linke Hand unter dein Brustbein, die Fersen nach links. Und auch hier kannst du jederzeit dein linkes Knie am Boden absetzen. Wenn du dich sicher und stabil fühlst, löst das linke Knie vom Boden, komm auf die Kanten deiner Füße. Wieder zieh dein Steißbein in deinen Körper. Und wenn du magst, streck die rechte Hand zum Himmel. Drück dich jetzt aus deiner linken Schulter raus.
das auch in deiner linken Schulter Raum bleibt. Heb dein Becken. Achte darauf, dass du ganz parallel bleibst, also weder nach vorne oder nach hinten ausweichst. Genieß die Kraft in deinem Körper. Dann gib den Blick zum Boden, atme ein, ausatmen, löse Hand und Knie zum Boden und komm kurz in die Stellung des Kindes. Lass die Arme vorne, entspann deine Handgelenke, Arme, Schultern. Erlaub dem Rücken ganz rund zu werden. Super. Von hier komm in den Vierfüßlerstand. Atme ein, ausatmen in den herabschauenden Hund. Wieder. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Genieß die, oder spür und fühl die vier Punkte, die dich tragen, die dich stützen, die dich mit der Erde verbinden. Dann verlagere jetzt dein Gewicht auf deinen rechten Fuß und heb mit der kommenden Einatmung das linke Bein gerade nach hinten hoch. Zieh die rechte Hüfte zurück, die linke vor. Schieb die linke Ferse nach hinten oben. Spür, wie du so an Länge in deinem Bein gewinnst. Erde deine rechte Ferse. Press die Hände in den Boden. Entspann dein Gesicht. Dann heb die rechte Ferse, beug dein linkes Knie, gib den Blick vor, atme ein und ausatmend schwing den linken Fuß nach vorne oder hol ihn auf deine Art und Weise nach vorne. Einatmend läng den Oberkörper. Ausatmend aktivier den linken Fuß. Einatmend führ die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmend beug dein linkes Knie ein wenig mehr. Schultern weg von den Ohren. Zieh die linke Hüfte zurück, die rechte vor. Lass das rechte Knie gerne leicht gebeugt. Dann atme ein, ausatmen und führe die Arme über hinten nach unten, über vorne nach oben. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Zweimal noch. Tief ein, tief aus, tief ein. Tief aus. Das nächste Mal lass die Arme oben, beugt das hintere Knie einen Ticken mehr, atme ein, ausatmen, löst den linken Arm zum Boden, bring beide Arme auf Schulterhöhe und komm jetzt in die Rotation nach links. Wieder heb dein Schambein, achte darauf, dass der Oberkörper senkrecht auf dem Becken aufbauen kann. Drück den linken Handrücken etwas zurück und verlängere die Arme wieder aus deiner Körpermitte zu den Seiten. Lass die Schultern entspannt hängen. Dann schau nach vorne. Einatmen für beide Arme nach oben. Ausatmen für die Hände zum Boden. Einatmen, dreh den linken Fuß nach außen. Ausatmen, komm in den herabschauenden Hund. Gerne noch mal ein paar Mal auf der Stelle gehen, wieder Kontakt zu dir und zu deinem Körper aufnehmen. Vielleicht die Haare ausschütteln. Und gerne noch mal lösend ausatmen. Jeglichen Druck und Ballast abfließen lassen. Sehr gut. Dann heb die Fersen, beug die Knie, gib den Blick vor. Komm noch einmal mit ein paar kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Lass dich einfach nochmal ganz entspannt über deine Beine hängen. Gerne, wenn du möchtest, die Knie leicht beugen, sodass der Bauch aufliegen kann. Dann fass mit den Händen die gegenüberliegenden Ellenbogen. Und dann hab das Gefühl, an deinen Ellenbogen hängen so kleine Gewichte, die dich ganz sanft Richtung Boden ziehen. Dann beweg dich so ein paar Mal von Seite zu Seite. Ganz entspannt. Kopf einfach hängen lassen. Schultern entspannen. Und diese kleinen elastischen Impulse sind ganz besonders wertvoll für die Elastizität deiner Körperrückseite. Dann wieder ganz still werden. Das Gewicht noch mal mehr weg von den Fersen Richtung Fußballen und Zehen. Dann die Hände lösen.
Die Knie gut beugen und dann komm über die Hocke zum Sitzen. Stell die Füße wieder relativ nah der vorderen Mattenkante auf. Und wie am Anfang, die erste Übung, setz jetzt die Hände hinter deinem Rücken auf. Richte die Wirbelsäule wieder auf und lehn dich leicht zurück. Aktiviere wieder deine Bauchmuskulatur. Dann heb ein Bein nach dem anderen, bis die Schienbeine parallel zum Boden sind. Auch bei dieser Übung achte darauf, dass dein Unterrücken aufgerichtet bleibt. Jetzt kannst du hier bleiben oder du streckst die Arme nach vorne. Zug durch die Finger nach vorne. Füße pointen oder flexen, wie es sich für dich besser anfühlt. Heb dein Herz, senk dein Kinn. Und wenn du mehr möchtest, streck die Beine. Aber nur, wenn du tatsächlich im Rücken aufgerichtet bleibst, sonst empfiehlt es sich, eher die Knie gebeugt zu lassen. Entspann die Schultern, entspann dein Gesicht, entspann deinen Kiefer. Entspann einfach mal alle Muskeln, die jetzt mit dieser Haltung nichts zu tun haben. Aktiviere aber deine Bauchmuskulatur, deine Rückenmuskulatur. Dann greif in deine Kniekehlen, atme ein, stell die Füße auf, umarm deine Beine und lass dich ganz entspannt über deine Beine hängen. Vielleicht den Kopf mal ein bisschen von Seite zu Seite wiegen oder den ganzen Rumpf. Und dann atme zwischen deine Schulterblätter tief ein. Und tief aus. Dann roll dich auf. Eine Übung habe ich noch. Setz die Hände wieder hinter deinem Rücken auf. Und diesmal zeigen deine Finger zu deinen Füßen. Ellenbogen sind leicht gebeugt. Roll die Schultern nach hinten unten. Dann presst die Füße in den Boden und schieb dein Becken nach vorne, dann nach oben. Komm in den Tisch. Entweder schaust du nach vorne oder zur Decke. Und jetzt schau, dass du das Becken auf Kniehöhe hebst. Zieh dein Steißbein in deinen Körper. Zieh die Oberschenkel nach vorne und die Knie energetisch zueinander. So gewinnen deine Leisten an Länge. Atem wieder ruhig und gleichmäßig fließen lassen. Auch oder gerade, weil es anstrengend ist. Lass Ruhe in deinem Körper. Spür die Kraft in deiner Körperrückseite. Dann atme ein, ausatme, beug die Knie und senk ganz langsam dein Becken. Und du wirst es sicherlich gespürt haben, dass die Oberarmrückseite ziemlich arbeiten musste. Das werden wir jetzt dehnen. Wenn du möchtest, setz dich kurz auf ein Kissen, Handtuch, Decke. Finde einen bequemen, aufrechten Sitz und dann heb deine rechte Arm einatmen nach oben, ausatme, beug den Arm und bring deine rechte Hand so zwischen deine Schulterblättern. Dann heb den linken Arm und helf dem rechten Arm so ein bisschen in die Dehnung zu finden. Erde dich gut mit deinen Sitzbeinhöckern und gib einen sanften Druck mit deinem Hinterkopf gegen deinen Arm. Der rechte Ellenbogen zeigt zur Decke. Schließ den unteren Rippenbogen. Und wenn du magst, neig dich ganz leicht nach links, bis du noch eine Dehnung in der rechten Flanke spürst. Dann dreh die rechte Brust ganz leicht zum Himmel. Genieß die Dehnung. Atme in die Zwischenrippenmuskulatur auf deiner rechten Seite. Und wenn du möchtest, du kannst immer so mit den Fingern an der Wirbelsäule entlang Richtung Taille wandern, als wollten deine Finger die Taille berühren. Was sie natürlich nie tun werden, aber du kannst es muskulär so ansteuern. Sehr gut, dann komm langsam zurück. Atme ein, leg zuerst die linke Hand auf dein Knie und dann die rechte, wenn du magst. Schließ kurz deine Augen und spür nach. Spür,
die Energie jetzt von deiner rechten Schulter bis in deine Fingerspitzen fließt. Und dann die nächste Übung kannst du mit geöffneten oder geschlossenen Augen machen. Mach es einfach so, wie es sich für dich gut anfühlt. Dann heb den linken Arm, atme ein. Ausatmen, bring die linke Hand zwischen deine Schulterblätter auf deine Wirbelsäule. Helf mit der rechten Hand wieder etwas nach. Der linke Ellenbogen zeigt zur Decke. Du erdest dich wieder mit deinen Sitzbeinhöckern. Schließ den unteren Rückenbogen. Gibst einen sanften Druck mit dem Hinterkopf gegen deinen Arm. Bis du eine Dehnung in der Oberarmrückseite deines linken Armes spürst. Und auch auf dieser Seite kannst du dich ganz leicht nach rechts neigen. Bis du vielleicht noch eine Dehnung in der linken Flanke spürst. Dann dreh jetzt die linke Brust ganz leicht zum Himmel. Schick den Atem wieder dahin, wo physisch etwas passiert. Atme tief und raumgreifend, um da wieder Raum und Weite entstehen zu lassen, wo vielleicht Enge und Anspannung entstanden ist. Sehr gut. Dann komm langsam wieder zurück, atme ein, leg zuerst die rechte Hand und dann die linke Hand auf deine Knie und Oberschenkel und spür auch auf dieser Seite kurz nach. Dann bereite dich für Shavasana, die Schlussentspannung, vor. Wenn du möchtest, hol dir eine Decke oder zieh dir etwas über. Und wenn du magst, kannst du eine Decke oder ein Handtuch ans Ende deiner Matte legen. Dann hast du es gleich bequemer. Stell die Füße wieder relativ nah der vorderen Mattenkante auf. Greif hinter deine Kniekehlen, atme ein. Ausatmen, gerne mit geschlossenen Augen. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel zurück in die Rückenlage. Dann stell die Füße mattenbreit auf und lass die Knie ganz entspannt nach innen fallen. Oder, wenn es dein Rücken erlaubt, streck die Beine großzügig am Boden aus und lass die Füße nach außen fallen. Arme sind etwas weg vom Körper. Handinnenflächen zeigen zur Decke. Zieh die Schultern weg von deinen Ohren, heb den Kopf vielleicht nochmal an, dass der Nacken lang bleibt. Achte darauf, dass der Kopf mittig liegt. Wenn du magst, atme noch einmal tief ein und vollständig aus. Dann lass den Atem so, wie er will, kommen und gehen in seinem ganz eigenen Rhythmus. Und beobachte ihn dabei. Nimm die Auflagepunkte deines Körpers wahr. Und dann lass nach und nach all die Bereiche, die den Boden berühren, ganz satt in deine Unterlage sinken. Genieß diesen Moment des tiefen Getragenseins.
Und wenn du Zeit hast, bleib noch länger in Shavasana liegen und komm dann später eigenständig raus. Ansonsten lass den Atem tiefer werden, atme tief ein und tief aus. Beginn dann mit kleinen Bewegungen deiner Zehen, Finger. Kreis die Füße nach außen, die Hände nach außen. Streck die Arme zur Decke und dann hinter deinen Kopf. Und schieb abwechslungsweise eine Ferse von dir weg. Wenn du magst, immer mit dem Körper gleichen Arm, sodass sich dein Becken verschiebt. Kopf geht dann immer zur anderen Seite. Also wenn du die rechte Seite dehnst, geht der Kopf leicht nach links. Und wenn du die linke Seite dehnst, geht der Kopf nach rechts. Und dann nur noch den Kopf von Seite zu Seite wiegen. Und wenn du soweit bist, stell einen Fuß nach dem anderen auf und roll dich auf eine Seite. Leg den Kopf entweder auf den bodennahen Arm oder auf ein Handtuch. Eine Hand vor deine Brust und bleib nochmal kurz hier, lass die Augen nochmal geschlossen. Und dann komm mit deinen Händen abdrückend über die Seite zum Sitzen. Gerne nochmal auf ein Kissen, Handtuch, Kante an der Decke oder wenn du magst, auf einen Stuhl. Einfach in einen für dich bequemen aufrechten Sitz und dann schließ hier nochmal deine Augen. Und nimm dir einen Moment Zeit und richte deine Aufmerksamkeit nach innen. Spür nach. Vielleicht konntest du den Alltag an die Seite treten lassen und über dein Alltags-Ich ein Stück hinauswachsen. Und vielleicht konntest du auch spüren, wie du auf einmal wieder mit etwas ganz Einfachem und doch so Wesentlichem in Verbindung gekommen bist. Dann führe die Hände vor dem Herzen zusammen, senk die Stirn zu deinen Fingern tief verankert in dir, mit neu gewonnener Energie und Klarheit. Trete mutig in dein Licht. Dann heb den Kopf wieder an, atme nochmal tief durch die Nase ein und nochmal lösen durch den Mund aus. Und wenn du soweit bist, leg die Hände entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel und öffne langsam deine Augen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Übungen haben dir gut getan und du fühlst dich sowohl äußerlich als auch innerlich gestärkt, ruhig und ausgeglichen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar von dir. Und wie immer freue ich mich, wenn du meinen YouTube-Kanal weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannte, Kollegen und oder an deine Familie. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Freude und gutes Gelingen bei all dem, was du tust und was du vorhast. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Namaste.